Wer ist früher Führungskraft geworden? Der Beste der Fachexperten. Hat man gefragt, möchtest du Führungskraft werden? Manche haben Nein gesagt, die meisten nicht. Aber in der heutigen Zeit, die Mitarbeiter wirklich als, ich sag's einmal, stärker Mensch zu sehen, zu wissen, was macht privat, welche Eignungen hat er denn eigentlich oder sie, ist ein Thema, was hohe Kunst ist. Trotz aller Zahlen und Ziele, die es gibt. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen Führungskraft, die sagt, eigentlich wollte ich es da noch gar nicht. Aber jetzt ist es wirklich eine große Nummer für mich geworden. Und ich habe Respekt vor Menschen, die sagen, ich tritt einen Schritt zurück. Ich tritt wirklich einen Schritt zurück und gehe wieder in meine Fachaufgabe. Aber Führung in diesem, ja doch, sage ich mal, anspruchsvollen Zeitalter, wo der Mensch im Mittelpunkt steht, will ich nicht. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig auch zu überprüfen, haben Sie die Führungskräfte, die bereit sind, die Mitarbeiter mitzunehmen, diese Empathie, diesen Spaß und das zu lieben, was ihr tut. Mein ganz klares Credo ist, man ist dann erfolgreich, wenn man liebt, was man tut. Sonst ist es ein Job. Und den können Sie morgen, gerade mit dem Thema des Anspruchs, was der Kunde erwartet, nämlich diese Partnerschaft, kurzfristig nur noch gut machen, aber nicht langfristig. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, diese Empathie und diese Unternehmenskultur auch zu überprüfen, diese Marke zu überprüfen. Und sind auch alle abgeholt diesbezüglich.